Willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde der übertriebenen Autopflege. Ihr seht es im Hintergrund, auf der Hebebühne steht meine Cobra. Passend zum Saisonstart am 1. März habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal meine Cobra wieder schick, denn ich habe gesehen, das letzte Mal habe ich die im Juni 2020 gemacht und das ist ja jetzt nun schon fast 3 Jahre her. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, es kann nicht sein, dass ich alle anderen Autos hübsch mache und mein Auto muss hinten anstehen. Deswegen ist jetzt die Cobra dran. Es wird kein riesen, mega fettes Detailing von 50 Stunden, weil an dem Auto einfach gar nicht so viel dran ist. Ich muss da auch nicht allzu viel abkleben, weil eben keine Kunststoffe an dem Auto sind. Es ist alles lackiert oder es ist alles Metall. Und dementsprechend das Einzige, was ich abkleben werden muss, sind die Streifen. Die sind zwar lackiert, aber ich blende euch das ganz kurz ein. Die sind eben auflackiert und da ist kein Klarlack mehr drüber. Dementsprechend muss man aufpassen, wenn man da mit einer Cutting-Politur oder einer, ja, selbst mit einer Medium-Politur könnte es schon passieren, drüber geht, dass dann die Kanten gebrochen werden und ein bisschen ausfransen. Der Vorbesitzer hat das leider gemacht. Dementsprechend muss ich dann natürlich jetzt umso mehr aufpassen. Natürlich, das, was ich jetzt eingeblendet habe, das ist die Heckklappe. Natürlich könnte ich die mal nachlackieren lassen, aber mache ich nicht, denn das gehört für mich zur Geschichte vom Auto und das ist Patina und das ist für mich so in Ordnung. So, dementsprechend werde ich jetzt natürlich trotzdem die Streifen abkleben, dass da nicht noch mehr ausfranst vom Lack, von den Streifen. Und das wird es fast schon gewesen sein mit dem Abkleben. Vielleicht hinten noch um den Überrollbügel und vielleicht vorne an der Scheibe noch die Gummileiste, aber viel mehr wird schon zum Abkleben nicht sein. Dementsprechend wird es jetzt kein riesen Mega-Detailing, es wird auch keine Keramikversiegelung draufkommen. Denn meiner Meinung nach gehört auf einen Oldtimer keine Keramikversiegelung drauf, denn man weiß nie, wie so ein alter Lack auf die Lösemittel in der Keramikversiegelung reagieren. Und da die Cobra sowieso nur ein Schönwetterauto ist und wirklich nur bei schönstem Wetter gefahren wird, wird die sowieso nie so richtig dreckig. Na klar, du hast ein paar Fliegen drauf, du hast ein bisschen Staub und ein bisschen, ja, Fahrdreck, aber das gehört dazu und den kriegt man auch bei einem Wachs runter. Dementsprechend habe ich es euch schon gesagt, es kommt ein Wachs drauf. Der Zustand vom Auto ist meiner Meinung nach wirklich okay. Ich kann euch hier oben mal einblenden, wie das Auto gewaschen wird. Das Auto wird nur mit der No-Rinse-Methode gewaschen. Das heißt, es wird kein Snowform vorher benutzt. Es wird nicht groß vorgereinigt. Es wird nicht mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Es wird wirklich nur mit dem Waschhandschuh gewaschen und mit dem Trockentuch direkt nachgetrocknet. Und das birgt natürlich sehr große Gefahren, dass man Kratzer in den Lack macht. Natürlich sind ein paar Waschspuren drin, aber so wie die Waschspuren sind, ich blende sie euch ein, wären sie auch in einer Keramikversiegelung nach knapp 3 Jahren drin. Das Wachs, muss ich sagen, performt eigentlich immer noch ganz gut, selbst nach 3 Jahren. Ich habe da jetzt auch schon das Swisswachs Crystal Rock drauf, das mache ich jetzt wieder drauf. Man muss das natürlich einordnen, die Cobra fährt natürlich jetzt keine 15.000 Kilometer im Jahr und auch nur bei schönstem Wetter, da sind die Beanspruchungen natürlich nicht ganz so krass, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Bus, den ich das ganze Jahr und auch im Winter fahre, der auch mal über Nacht draußen steht, wenn ich Nachtschicht habe, das ist bei der Cobra natürlich nicht so. Dementsprechend muss man das ein bisschen einordnen und trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Performance von dem Wachs. So, ich schätze mal, ich werde das Ganze 2-stufig polieren, dann kommt noch das Swisswachs Cleaner Fluid drauf, also eigentlich sind es sogar 3 Stufen, weil ich das Cleaner Fluid auch mit der Maschine verarbeiten werde und dann kommt das Wachs drauf. Zeitansatz, schauen wir mal, heute und morgen schätze ich mal und dann sollte ich eigentlich soweit fertig sein, aber das werden wir dann sehen. Ich werde mir keinen Stress machen, ich werde mir Zeit nehmen, weil das Auto muss schön werden. Natürlich hat es ein paar Steinschläge, natürlich hat es ein paar Kratzer, die man vielleicht nicht 100% rauskriegt. Die Karosserie ist aus GFK, dementsprechend kann man auch mit dem Lackmessgerät nichts anfangen und man muss da so ein bisschen nach Gefühl arbeiten und lieber mal einen Kratzer drin lassen, bevor man zu viel runternimmt und den Lack durchschleift, weil, wenn ihr euch das Auto mal anguckt, das Auto ist eine komplette Karosserie, also das ist quasi ein Karosserieteil, von vorne bis hinten. Das Einzige, was angebaut ist, sind die beiden Türen, Motorhaube und Heckklappe und alles andere ist ein Teil, das heißt mit Beilackieren ist auch eher schwierig. Dementsprechend lieber mal ein Kratzerchen drin lassen. Und glänzen wir da trotzdem, bin ich mir relativ sicher. Jetzt habe ich genug geredet. Fangen wir an.
So, Freunde, der erste Polierdurchgang ist beendet. Ich habe mich jetzt entschieden für die 3D One und das Zwisser gelbe Pad. Das ist ein Medium Politur und ein Medium Pad. Und ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden mit der Defektkorrektur. Es ist natürlich nicht alles rausgegangen, aber das habe ich am Anfang schon gesagt und habe es auch erwartet. Solche Dinge wie, jetzt gucken wir mal. Hier zum Beispiel. Sowas oder sowas hier. Das muss einfach drin bleiben, weil ich vorhabe, das Auto noch ein bisschen zu behalten und wahrscheinlich wird es dementsprechend auch noch das ein oder andere Mal von mir poliert und da möchte ich ganz gerne noch ein bisschen Futter behalten. Der Lackzustand so ist jetzt eigentlich ganz okay, auch das können wir uns mal angucken. Ich halte mal die Coastlampe drauf. So. Ich denke, so kann sich das doch sehen lassen. Auch hier oben ist eigentlich, schaut es eigentlich ganz gut aus. Genau, dementsprechend kommt jetzt erst noch der Hochglanzgang. Das werde ich mit der 3D, wie heißt sie? Mit der 3D520 machen, das ist die Finish-Politur von 3D. Mal schauen, wie die funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass das ganz gut klappen wird. Die andere hat nämlich auch ganz gut geklappt. Und dementsprechend fange ich jetzt einfach mal an. Und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt hier die Tapes entfernt habe, hier, so, da, überall. Die Finish-Politur, die hat nicht genug Cut. Das heißt, da werde ich die Kanten nicht brechen mit und da wird nichts passieren. Und so werde ich jetzt die ganzen Polierränder, die an den Seiten von den Tapes noch entstanden sind, werde ich jetzt auch noch mit polieren. Und mit dem weichen Pad und der Finish-Politur ist das überhaupt kein Problem, da über die Streifen drüber zu polieren. Und dementsprechend habe ich die Tapes alle schon entfernt und lege jetzt los. Heute steht das Cleaner Fluid von Swisswax auf dem Programm. Damit werde ich jetzt noch einmal maschinell drüber polieren. Das ist eine Art Haftvermittler, eigentlich nur ein schweres Öl. Es ist eine Art Politur ohne Polierkörner. Man macht es trotzdem als Haftvermittler vor das Wachs. Swisswax sagt das so, gibt es an. Ob es was bringt, keine Ahnung. Ich schätze mal, entfetten würde selber genauso reichen. Ich habe es da, von daher brauche ich es nicht wegkippen. Ich mache das jetzt und danach kommt das Wachs.
So, Freunde, jetzt geht's an den spaßigen Teil. Wie ihr im Videotitel schon gesehen habt, habe ich mich fürs Swisswax Crystal Rock entschieden. Ist ein sehr hochwertiges Kanaubewachs mit 76% Kanaubeanteil. Das war vorher auch schon auf der Kobra drauf, deswegen kenne ich das schon und ich weiß, es ist ein wirklich richtig schönes Wachs. Es riecht gut, es ist toll zu verarbeiten. Ich verarbeite das mit der blanken Hand, das werdet ihr auch gleich sehen. Man nimmt sich dann einfach nur ein bisschen was hier raus, verteilt es in der Hand, wärmt es damit an und dann trägt man es per blanke Hand auf den Lack auf. Das ist alles sehr, sehr entspannt im Gegensatz zu den heutigen Versiegelungen, Keramikversiegelungen und so weiter, weil man im Prinzip keine Ablüftzeit hat. Man kann es eine Stunde drauf lassen, man kann es einen Tag drauf lassen, das ist eigentlich vollkommen Wurst. Man trägt das auf und wenn man Lust hat, das abzutragen, dann trägt man es wieder ab. Ich mache es in der Regel so, ich trage es aufs ganze Auto auf, schaue mir das Ganze dann noch ein bisschen an und trage es dann wieder ab. Also bei mir ist es normalerweise keine Stunde drauf, das reicht auch beim Wachs, ist das eigentlich wirklich völlig egal. Und das Schöne ist, der Duft und man macht es mit den bloßen Händen, man muss keine Maske tragen, man braucht keine Handschuhe. Es macht einfach wirklich Spaß. Leute, bucht wieder mehr Wachs. Bucht wieder mehr Wachs. Das kann ich euch sagen. So, legen wir los. Achso, abgetragen wird es nachher mit den Chemical Works Edgeless Towels. Ich habe mir ein grünes und ein oranges, ein graues und ein orangenes genommen, damit ich unterscheiden kann. Mit einem poliere ich es aus, mit dem anderen poliere ich die Reste nach. Beim Wachs ist es so, nicht wie bei einer Keramikversiegelung, wenn da mal irgendwo ein bisschen drauf bleibt, ist das überhaupt nicht schlimm. Man kann das jederzeit wieder abnehmen und in der Regel ist es so, wenn das Auto das erste Mal in der Sonne steht, verflüchtigt sich das dann eh, alle Überreste. Von daher ist das wirklich total tiefenentspannt. Und Leute, ich kann euch sagen, wer so ein Wachs noch nicht verarbeitet hat, macht es. Macht es. Es macht einen Riesenspaß. Eine Riesenfreude. Ich fange jetzt damit an.
So, meine lieben Freunde, ihr habt es gesehen, die Cobra ist leider schon wieder fertig. Es hat jetzt wirklich richtig Spaß gemacht mit dem Wachs. Ich wünschte, ich könnte es wieder öfter machen. Aber es ist einfach nicht mehr so gefragt. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich kann es natürlich verstehen, wenn man auf einem Alltagsauto jetzt lieber eine Keramik hat, weil die dann doch einfach ein bisschen haltbarer und strapazierfähiger ist als das Wachs. Aber auf so ein Auto, reines Schönwetterauto, wird nicht im Winter gefahren, kommt nicht in Regen. Da gehört ein Wachs drauf und nichts anderes. Und dementsprechend bin ich jetzt wirklich sehr zufrieden. Mein Ziel war jetzt nicht, das komplette Detailing zu machen. Ich habe den Innenraum jetzt nicht gemacht, ich habe die Felgen jetzt nicht gemacht, ich habe die Scheiben nicht gemacht. Mir ging es jetzt wirklich einfach erstmal in dem Sinne nur um den Lack, dass der mal wieder ordentlich gemacht ist, weil das jetzt schon fast 3 Jahre her ist, seit ich den das letzte Mal poliert habe, und das war jetzt einfach mal wieder überfällig. Ich möchte euch jetzt auch noch zeigen, dass Beading und Sheeting bei einem Wachs auch einer Keramikversiegelung nichts nachsteht. Ihr werdet das gleich sehen. Die Endaufnahmen kann ich heute leider draußen nicht mehr machen. Draußen ist jetzt die Sonne schon weg, beziehungsweise eigentlich ist sie noch da, aber vor meiner Halle ist sie jetzt weg. Und zu den benachbarten Parkplätzen darf ich noch nicht fahren, weil das Auto noch nicht angemeldet ist. Dementsprechend muss ich leider die Endaufnahmen hier drin machen und der Glanz geht so, naja, nicht verloren, aber man sieht nicht ganz so den schönen Glanz wie jetzt in der Sonne. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das noch sehen wollt. Dann hole ich das gerne nach, wenn das Auto wieder fährt und mal in der Sonne steht. Genau. Dann, ich muss immer wieder hingucken, tut mir leid. Ja, in diesem Sinne seid ihr nämlich auch schon wieder los. Ich zeige euch jetzt noch die Endaufnahmen, das Beading und Sheeting, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.